Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren VR-Erfahrung auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich befinde mich ja gerade im Ergänzungskurs zum Notfallsanitäter, also der Patch von Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter. Und ja, da möchte ich natürlich auch meine Technik, die ich zu Hause hier besitze, zum Lernen nutzen. Und ja, wir haben hier Sharecare, also einen menschlichen Körper, den wir anatomisch zerlegen können, aber nicht brutal, nein, wirklich nur in der Anatomie. Und boah, ist das laut. Der möchte jetzt ein Tutorial starten hier auf dem Controller. Ich drücke da mal drauf, dann ist er vielleicht glücklich. Ich habe doch gedrückt. So, oh, jetzt hört er auf zu brummen. Der hat die ganze Zeit vibriert, da ist das Batteriechen so schnell leer hier drin. Gut, wir haben hier diese sportliche Frau. Ich setze mal die Brille auf. Ich habe die Brille noch nie auf. Ich habe sie nur auf der Stirn. Und er wird mit euch ein bisschen lernen. Also mal gucken, wie das so VR-mäßig aussieht. So, ich habe die Brille jetzt auf der Nase. Da liegt meine andere Hand. So, jetzt habe ich sie beide vor mir. Und ja, wir haben jetzt zum Beispiel die Dame. Ne, die können wir rotieren. Wir dürfen nicht näher ran. Ne, das geht nicht. Ja, sie sieht sehr sportlich aus auf jeden Fall. Ne. Wir können uns aber auch einen Typen herzaubern. Und den dann zerlegen in allen Bestandteilen. Ich hatte damals eine Version hier. Eine Gratis-Version von dem Spiel. Aber da konnte man kaufen, dass das eine Vollversion wird. Aber irgendwie ist es von alleine passiert. Keine Ahnung. So, wir wollen natürlich das Mädel uns ansehen. Obwohl das eigentlich Jacke wie Hose ist, was wir hier mit dem machen. Wir können hier anklicken. Und dann löst sie sich auf die Haut. So, und dann seht ihr mal die Muckis. Die Muskeln, Venen kann man auch schon grob erkennen, wenn ich mich nicht täusche. Ich würde gerne näher ran, ehrlich gesagt. Und Nerven, ne? Also das sieht man eigentlich schon ganz gut. Aber mit Haut gefällt sie mir irgendwie besser, ne? Irgendwie sieht es aus wie Steffi Graf, ne? Mit kleineren Nasen. So gut, ja, jetzt haben wir hier natürlich noch Optionen. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Oh, alter Schwede. Also es ist so eine... Jetzt haben wir sie mal wirklich ganz zerlegt, ne? Also, jetzt müssen wir mal versuchen, das auseinanderzunehmen. Wir haben die Muskulatur, das Skelett, die arbeiten halt zusammen, ne? Das ist unser Bewegungsapparat. Unser Gehirn mit Augen, die Lunge, das Herz. Das müsste das Nervensystem, ist das nicht das lymphatische System sein? Wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist unser... Ja, unsere Venen und Arterien. Ne, das ist nochmal ein Herz. Ey, die Dame hat zwei Herzen. Klicke ich jetzt an, kann ich es wegmachen, okay? Wow. Zerpuzzeln wir die aber ganz schön. Das ist aber natürlich nicht alles, was wir mit dem machen können. Oh, hier haben wir noch die Nieren und die Harnblase. Und natürlich auch der Dünndarm und der Dickdarm. Darf man nicht vergessen. Das hier müsste die Lunge. Nee, das ist nicht die Lunge. Das ist die Lunge. Was bist du denn? Das gucken wir uns mal genauer an. Zwei? Oh, das waren die Brüste. Okay. Tittenalarm! Nein, Quatsch. Anatomisch sieht man das so nicht. Die Bauchmuskulatur und ja, das Gewebe der Brüste. Kann man leider nicht anders sich betrachten. Können wir das nochmal? Okay, boah, krass. Das ist wirklich eine Mega-App, ey. Was heißt App? Programm? So sieht das Ganze aus. Irgendwann in der Zukunft können wir Menschen wirklich so behandeln. Ne, Arterien. Das könnten Nerven sein. Drüsen halt. Fettgewebe. Und da ist richtig das Außenfettgewebe. Interessant. So, wir kommen jetzt wieder zurück. Ich will mich die ganze Zeit nur Brüste angucken. Okay. Denkt ihr, ich bin pervers? Das heißt, er ist ein Zufall. Also ich hätte jetzt nicht hier mit den Brüsten gerechnet, dass die nochmal separat ein eigenes Organ sind. Ich vibriere. Point Laser Pet. Pet, ja. Okay, mache ich. So, wir setzen die mal wieder zusammen. Fupp. Ah, jetzt schnalle ich die App. Hier gehen wir mal auf die Organe. Was haben wir hier? Dann mal die Brüste. Das hier ist der Magen. Das müsste tatsächlich die Milz sein. Und die Bauchspeicheldrüse, so mini. Darf ich nicht draufklicken. Kann sein, dass ich mich da auch täusche. Wie gesagt, die Nieren und die Nebennieren. Da wird Adrenalin und Noradrenalin hergestellt. Und hier wird halt das Wasser ausgeschieden, was du im ganzen Körper so verteilt hast. Hier rüber. Macht das tatsächlich am meisten damit. Was bist du? Das interessiert mich hier noch. Mann, jetzt hör doch mal auf hier. Der will immer, dass ich da hingehe. Achso, das ist ein Tutorial. Huh. Ist ja gut. Hör auf zu vibrieren. Point the laser at the target on the floor. Oh, wir dürfen uns dann doch noch bewegen.
Tutorials sind schon ganz praktisch. Pull Trigger to Teleport. Also das hier könnte die Bauchspeicheldrüse sein. Das ist auf jeden Fall der Magen. Und das ist entweder die Leber oder die Milz. Die Leber habe ich mir noch gar nicht gesehen. Also ich glaube doch eher, dass das die Leber ist. Sieht eher nach Leber aus, ne? Kann ich leider nicht anfassen. Aber dass der Magen so mini ist, ne? Na, das ist ein medizinisches Thema. Sehr wichtig, dass man das hier anständig macht. So, jetzt haben wir uns total bescheuert teleportiert. So. Also wir können uns direkt in hier stellen. Boop. Ich bin sie. So, wir sollen uns dahin teleportieren. Jetzt Stop Tutorial. Wir machen mal Stop Tutorial. Wir gucken uns das selber an. Zack, weg ist es. Und ja, jetzt stehen wir in der Mitte. Wir werden hier betrachtet von allen möglichen komischen Organsystemen. Hallo, Skelett. Hallo, Augen. Oh, wir können uns die Augen genauer angucken. Irgendwie ja witzig, sich Augen anzugucken. Da ist das Auge. Miethaut. Da seht ihr die. Wow. Guckt euch das mal an. Und die App, dieses Programm kostet gar nichts. Ich habe nichts dafür bezahlt. Hier sind die Venen und die Arterien, Nerven. Die Muskulatur, die das Auge bewegt. Was auch immer da oben ist. Also Auge ist nicht so mein Spezialgebiet. Das können wir natürlich nochmal zerlegen. Nerven. Die Blutversorgung des Auges. Boah, guckt euch das mal an. Ist das interessant oder ist das interessant? Na, nicht jeden interessiert das, aber... So, das Auge mal in der Hälfte. Wow. Ich will näher ran, ich will ins Auge. Da muss das Auge mal reingezogen, ne? Ich gehe wieder zurück. Was will er denn jetzt? Stop Tutorial. Ich habe doch schon Stop Tutorial gesagt. Super. Na, das habe ich so auseinander gepuzzelt. Du sollst im Ganzen sein. Was will er denn von mir? Hold up the trigger. And drag the pet control. Das macht mein ganzes Batteriechen leer. Da. Also, warum soll ich denn schon wieder zerlegen, die Dame? So, bis jetzt glücklich. Komisches Pet. Drag the pet control on the right. Ich habe doch Tutorial gestoppt. Confirm. Kein Tutorial mehr. So, ich bin zu nah. Das ist ja gruselig. So, wenn wir sie jetzt auseinanderbauen. In allen möglichen Möglichkeiten, also ist ja irre. Gut, das hier ist natürlich nur den einzelnen Mensch zerlegen in seine Bestandteile. Mal nicht Zombies zerhacken oder so. Das ist echt komisch mit der Steuerung. Okay, ich habe mich sowas von verdreht. Stell dich mal dahin, Timme. So, jetzt steht sie wieder vor mir. Aussehen kann man sie nicht, ist auch nicht schlimm. Das hatte ich auch nicht vor. Labels. Okay, also wir haben die ersten Organe entdeckt. Wir dürfen auf die nochmal einzeln eingehen, was ich ziemlich Hammer finde. Und wir dürfen auch in den Organen rein. Wow. Medizin ist nicht immer attraktiv, ne? Aber das ist sau interessant. Bild mich da sehr gerne weiter. Da haben wir die Bauchaorta und die Bauchvene. Ja, das ist ja die Arterie. Und das Blaue ist immer Venen, weil die Arterien, die führen ja das sauerstoffreiche Blut und die das sauerstoffarme. Deswegen sind die immer dunkler. So, jetzt gucken wir mal, was wir mit denen noch anstellen können. So sieht das von innen aus. Ekelhaft. So ist das mit Blut versorgt. Da kann man auch ganz blöde, auch so eine Art Infarkt haben. Das heißt auch Infarkt, wenn hier so eine Vene verstopft ist, dann stirbt das Teil des Darms ab. Und das Ganze nennt man dann Ileus. Ne, einen ischämischen. Also der arbeitet dann nicht mehr und stirbt ab und das ist meistens, also das ist halt sehr gefährlich und sehr tödlich für den Patienten, wenn man das nicht wirklich, wirklich, wirklich ganz schnell merkt. Also in der Medizin lernt man auch viele Sachen, wovor man Angst haben kann. So. Das ist doch das lymphatische System wieder, oder? Also eigentlich müsste ich es ja mal lesen können irgendwo. Kolon, ne? So heißt das außerdem schlau. Das Gute ist, wenn man so ein bisschen Ahnung hat von den medizinischen Fachbegriffen, dann ist das egal, ob das in Englisch oder Deutsch ist, weil das wird immer in Latein geschrieben. So. Das war der Darm. Der Dickde. Ne? Nicht zu unterscheiden mit dem Dünndarm, den wir uns jetzt auch nochmal angucken. Feuer frei. Och man, der will schon wieder das Tutorial machen. Hör auf, das Tutorial zu machen. Dann darf man nämlich auf nichts anderes klicken, als das, was der hier will. So, der Dünndarm ist super lang. Ich habe vergessen, wie lang der ist. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Auch natürlich mit Blutgefäßen versorgt ohne Ende. Und hier
geht die Nahrung erstmal sofort flitzekackermäßig rein. Also ist das mal hier an, noch nicht wirklich fest, ne? Also nicht die Scheiße, die wir euch jetzt, die euch jetzt vorstellt. Hier ist alles noch flüssig. Da, wow. Und ja, der Trick von den Darm ist halt lange Strecken und halt so verzweigt, um lange Wege zu haben. Ne? Also damit hat er eine größere Oberfläche, weil er halt lange Wege hat. Ne? Der Verdauungssaft, nennen wir ihn mal. Da ist es. Wo ist denn der Zwölffingerdarm? Ach, ich glaube, ich habe den Zwölffingerdarm vorhin entdeckt. Oh, jetzt will er schon wieder. Das Tutorial geht mir ja ein bisschen auf den Sack. Das Ding hier. Das ist die Pankreas, die Bauchspeicheldrüse, da steht sogar. Super wichtiges Organ, da sind die langhanschen Inseln drin und die produziert Insulin. Das heißt, wenn ihr ein Zuckerproblem habt und kein Insulin mehr herstellt, dann ist die hier kaputt. Es gibt auch eine Pankreatitis, das ist eine unglaublich schwerwiegende Entzündung dieses Organs. Und ja, auch super, super gefährlich. Ne? Ich mache ja keine Lehrstunden, um Gottes Willen, nur mal so, dass ich mich selber auch mal ein bisschen trainiere. So. Sonst gibt ihr auch noch Fettspaltenenzyme ab, also die ist für Insulin zuständig und die geht auch direkt in den Verdauungsprozess mit ein, wie man hier so ganz unschwer erkennen kann. Hier ist ja nochmal der Darm. Können wir den auch irgendwie sichtbar machen? Auch gut mit Blutversorgung natürlich. Das ist hier von innen. Oh, guck mal, da kann man noch mehr machen. Hier, da steht Glucose, Insulin und Enzyme. Da kommt Essen rein, richtig. Boah, wie geil das gemacht ist, ey. Guckt euch das mal an. Und das Herz gucken wir uns auch gleich mal an. Da kommt Essen. Da. Und das ist die Ausschüttung von Insulin? Oder wie? Oder was? Ne, ja doch, Insulin ist gelb. Alter, ist es. Ich komme mir gerade vor wie in so ein Star Trek Holodeck hier. Ey, Wahnsinn. Ja. Oh, das kann man nochmal simulieren. Boah, ich glaube, ich werde den ganzen Tag mir die Kacke angucken. Also nicht die echte Kacke. Du kannst jetzt natürlich auch den Zucker. Ja gut, wir verstehen es, ne? Enzyme, Zucker, blablabla, was mit meiner Hand los, die macht komische Sachen. So, das war die Bauchspeicheldrüse, ne? Einfach mal so nice to know. Da will ich aber mal unbedingt den Magen mal angucken. Mann, das Tutorial, geht mir nicht auf den Sack. Share care you. So, der Stomach, auch Gaster genannt, im Schlau, ich weiß nicht, warum es jetzt hier auf Stomach ist, auf Magen im Englisch, sieht furchtbar eklig aus, ne? Die dicken, fetten Blutgefäße, die dann her vorbeilaufen. Und den natürlich dann hier auch mit Blut versorgen. Jedes Organ muss natürlich mit Blut versorgt werden. So, gucken wir da mal rein in dem Ding, ne? Hier habe ich keine Animation, leider. Das hat nicht jedes Organ. Das Herz hat zum Beispiel gleich ziemlich spannende Geschichten. Sieht es unspannend aus, ne? Der Magenfeldner, das, was von oben kommt, hier. Gibt es manchmal bei manchen Problemen, die, wenn du Sodbrennen hast, oft, dann hat dieser engen Stelle hier ein Problem. Da soll eigentlich der Magensaft, der hier so unten rumschwimmt, der soll eigentlich nicht hier hochkommen. Aber das ist ja dann immer diese eklige Sodbrennen. Und hier unten ist auch nochmal eine Magenengstelle. Das hier müsste ja auch der Zwölffingerdarm sein. Hier kommt schon irgendwo die Bauchspeicheldrüse später. Ja, hier soll das Essen auch nicht einfach rein durch. Das muss ja hier erstmal durchgelotst werden. Ne? Das ist auch eine ganz schwierige Geschichte. Ich glaube, bestimmt viel Blödsinn hier. Blutversorgung. So, jetzt gucken wir uns doch mal die Pumpe an, oder? Er geht schon wieder. Ich habe schon wieder vibrieren gemerkt. Stopp Tutorial. Bist du sicher? Wenn ich das wegmache, dann nicht. Okay. Gut, die Leber, die will ich mir aber auf jeden Fall auch nochmal reinzwiebeln. Da ist das wichtige Organ, ein sauwichtiges Organ, zuständig für Entgiftung des Körpers. Liver auf Schlau. Wie hieß denn nochmal auf Schlau? Leber. Scheiße. Die Hepa, ich weiß nicht mehr. Also eine Hepatitis ist eine Entzündung. Hoffentlich verlabere ich da nicht Blödsinn. Ihr seht, die besteht aus mehreren Bestandteilen. Wie gesagt, die ist halt wichtig, einfach so zur Entgiftung des Körpers. Ich will jetzt nicht zu viel labern, damit ich nicht so viel, sehr viele feine Durchblutung. Und ist einer der einzigen, also es ist eigentlich das einzige Organ, dass wenn man jetzt hier ein Stück abschneidet, was sich regenerieren kann. Ne? Bei einer Zirrhose, bei einer Leberzirrhose und das Gewebe ist kaputt, dann repariert die sich nicht mehr. Aber wenn man zum Beispiel eine Verletzung hat oder so, kann die sich noch reparieren. Das finde ich sehr interessant. Das könnte man natürlich noch genauer nachlesen.
Aber das ist halt sehr interessant. Unser Entgiftungsorgan, die Leber. Wir verschwinden. Oh, jetzt vibriert schon wieder. Tutorial, stop. Confirm. So, wir setzen die mal wieder zusammen, ne? Na, ich will nochmal. Oh, das Gehirn wäre nochmal eine Sau. Boah, krass, ey. Dass die Brüste so ein wichtiges Organ sind. Das Gehirn, das will ich mir auch nochmal angucken. Da muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Da habe ich ein ganz kleines. Da ist es, das Objekt. Boah, Labels, da kann man... Da kann man sich die Sachen nochmal genau angucken. Aber das muss ich nicht lernen, wie die ganzen Nerven heißen. Hier, Fresenius. Nee, gar nicht. Fresenius ist irgendwie auch ein Nerv, aber der hat was mit Magen zu tun, glaube ich. Habe ich nur mich vertut. So, Pons. Das Kleinhirn. Hirnstamm. Also mit dem Gehirn kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß nur, wenn eins von diesen Gefäßen oder halt sogar das Hauptgefäß verstopft sind hier, dann hast du einen Schlaganfall. Das ist genauso wie mit dem Magen. Da gibt es dann auch die Problematik. Das wird nicht mehr mit Sauerstoff und mit Blut versorgt. Stirbt ab. Und wenn das Teil jetzt hier jetzt gerade für Sprechen zuständig ist und die Gefäße halt kein Blut mehr hinbringen und keinen Sauerstoff, keine Nährstoffe, dann kannst du nicht mehr sprechen. Das ist echt heftig. Aber das macht meistens viel, viel mehr Probleme, als nur nicht sprechen zu können. Ne? Gut, das Gehirn. Warte, ich habe es nicht zerlegt, aber ist egal. Warte, ich muss das zerlegen. Mann, dieses scheiß Tutorial. Das kann man doch bestimmt irgendwie ändern. Kommt man nicht mehr hingeschossen? Ich will das Gehirn auf jeden Fall einmal zerlegen. Und dann gucken wir uns das schlagende Herz an. Zum schönen Abschluss. Ah, das ist die... Flüssigkeit, in dem das Hirn im Schädel, ja, man kann das sagen, gepuffert wird, ne? Also gedämpft. Es hat ja auch noch Hirnhäute. Was steht da? Ach Mann, jetzt gehe ich wieder zurück. Ich will mir das Gehirn doch angucken. Was? Das neuronale Nervensystem. Boah. Elektrische Impulse, chemisch, biotechnisch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Ja, umgewandelt werden in Signalen und umgekehrt und alles drum und dran. Ich muss weg hier. Ist das geil. Ist das geil, dass man an sowas Freude haben kann, ne? An Lernen. So, ich muss hier jetzt einmal, das ist noch ein Bug scheinbar. Ich komm noch, so. Dann darf ich aufs Gehirn, weil ich will es ja einmal zerlegen. Das ist ja schon die ganze Zeit mein Wunsch. Aber ich finde immer neue Knöpfe hier oben. So, arterielle und venöse. Ist ja auch die venöse Versorgung mit bei? Ich sehe es nicht. Oder ist der Abtransport von Blut? Was soll das bedeuten? Ein Durchschnitt durch die Birne. Wie gesagt, also unser Rechner. Der rechnet uns mit seinem 5 GB Arbeitsspeicher. Nein, Quatsch. Boah, das sieht eklig aus. Also ein super krasses Organ. Das Gehirn. Das ist auch gefährlich, wenn man Fieber bekommt, weil es aus Eiweiß ist. Im großen Teil. Wenn man da über 40 Grad Fieber hat, dann kann das gerinnen. So, das Knöcherne. Wie gesagt, die Muskeln und die Knochen, die spielen ja zusammen. Das sind unser Bewegungsapparat. Du kannst mit den Muskeln den Fuß anheben und die spielen halt zusammen. Das ist immer eine coole Sache. Das hier. Kann ich mir wegmachen? Kann ich sie auch unsichtbar machen? Unsichtbar. So, da muss die Dame angeguckt. Jetzt müssen wir mal deine Pumpe finden, Freundchen. Mädchen. Bist ja kein Typ. Da. Und die Lunge. Oh, die kann man bestimmt auch atmen sehen, ne? Da ist es. Boah. So. Koronararterien, seht ihr hier? Das sind die, die direkt das Herz mit Blut versorgen. Hier ist die Aorta. Ne, das sind die Bögen, die gehen in die Schulter rein. Da kommt das Blut nochmal aus dem Gehirn zurück. Und hier kommt das Blut zurück. Also das ist wirklich ein komplexes Organ. Mit krasser Muskulatur. Was ja... immer und immer schlägt. Das ist echt interessant. So, was können wir denn hier machen? Labels, du kannst das mal angucken. Da ist der rechte Ventrikel, der linke Ventrikel, die Herzspitze. Das ist auch das, was man spüren kann, wenn es gegen der Brustwand schlägt. Die Herzspitze. Nicht bei jedem ist aber so. Keine Ahnung, Aurikel. Fettgewebe ist auch drum, natürlich. Ne? Umso ungesünder man ist, umso mehr Fett hat man um seine Muskeln. Linkes Atrium, die Vorhöfe. Keinen blassen Schimmer. Da ist auf jeden Fall irgendwas zusammen, ne? Das kenne ich nicht. So genau muss ich das auch nicht wissen, glaube ich. So, rechts. Okay, wir können es natürlich von innen nochmal angucken. Das ist von hinten. Wir können das Herz aber sogar hier
Also hier seht ihr mal auch so einen EKG-Ausschnitt. Ne, die kann ich sogar lesen. Ne, das ist immer der elektrische Impuls da, der erste vor den Zacken, das dann das Signal sendet, dass das jetzt schlagen soll. Das, diese Zacken sind dann die Muskelkontraktion plus die Entspannung, also einmal das Pumpen und das Entspannen. Und ja, dann elektrische Aktivität halt, ne? Das, damit ihr auch so ein EKG mal gesehen habt. So, irgendwie funktioniert meine Dings nicht. So, wir dürfen das Herz auf übertrieben schnell machen. Na, was jetzt passiert ist natürlich, das Herz schlägt viel zu schnell. Und durch diesen ganz schnellen Pumpen kann sich das nicht mehr ordentlich mit Blut füllen und genug in den Arterien dann in den Körper führen. Da kann einem schon ordentlich schwindelig werden. Ja, beim Sport passieren so eine Frequenzen eigentlich ganz in Ordnung. Muss man halt immer nur aufpassen. Ne? Das hier ist natürlich richtig schlecht, dann steht's. Aber eine Asystolie. Das ist ein Sinusrhythmus, also ein Sinusrhythmus, so heißt der. Wir dürfen sogar Krankheitsbilder reinmachen. Wollen wir uns nicht so schnell pumpen lassen. 88 ist in Ordnung. Was bedeutet das? Achso, die Prozente. Boah, dann kannst du dir ganz langsam angucken. Wie irre ist das denn? So, was bist du nochmal gewesen? Blut. Lass ein Blut laufen. Ekelhaft. Labels, können wir mal ausmachen. Ich habe aber gerade noch Krankheitsbilder gesehen, das war auch interessant. Jetzt habe ich wieder. Jetzt sind wir drin im Herzen. Alter. Wo sind wir denn jetzt in welchen? Oh. Eine Klappe, eine Herzklappe. Da ist auch nochmal eine. Wo ist? Also so war ich noch nie im Herzen, das weiß ich nicht. In welchem Vorhof wir. Nee, gar nicht, wir können nicht im Vorhof sein, oder? Sind wir in einem Vorhof. Da. Das ist rechte Atrievorhof, linker Vorhof. Hier ist eigentlich der Sinusknoten. Ist ja eng hier drin. Der Taktgeber des Herzens. Unten, das sind die Herzmuskeln. Also die Herzkammern. Boah, kann ich kein Blut reinzaubern? Ey, dann werden wir total nass. Ne? Wollen wir nicht. Wow. Das ist mal eine fette Herzklappe, ne? Irre. Man, so nah war ich dem Herzen tatsächlich noch nie, ne? Jetzt können wir es mal zerlegen. Da seht ihr auch den Blutstrom. Super gut gemacht. Also, ich würde den Entwickler am liebsten küssen. Eine Sonderform, ich weiß nicht, wo sie ist. Die Lungenvene. Ist die einzige Vene, die sauerstoffreiches Blut fördert. Das müsste die hier sein. Na, weil Venen machen ja eigentlich immer sauerstoffarmes Blut. Transportieren die, aber aus der Lunge kommt eine Vene in das Herz und das ist tatsächlich die einzige Vene im ganzen Körper, die sauerstoffarmes Blut transportiert. Boah, ist das aus. Das sieht da so gut aus. Was können wir jetzt noch weitermachen? Und da seht ihr die Klappen. Na, wir können die Labels ja auch mal anmachen, dann weiß ich vielleicht, welche das sind. Die Tricuspidalklappe und die Mitralklappe. Das ist die Aortenklappe. Papillialmuskel. Achso, das sind die Muskeln. Die ziehen also richtig dran, ne? Seht ihr? Damit die auf und zu gehen. Ist eigentlich total die simple Technologie, ne? Technologie, sagt er, der Idiot. So, gut. Das ist die Reizweiterleitung. Super interessant zu sehen. Habe ich so noch nie gesehen. Nur in schlechten Büchern immer. Da ist der Sinusknoten. Boah, jetzt wird es schwierig. Kann ich das labeln? Aber ich warte erstmal. Ich muss erstmal gucken, ob ich das hinkriege. Der Sinusknoten ist der Taktgeber vom Herzen. Der sagt 80 mal jetzt, bei uns 88 haben wir gerade eingestellt, Schläge die Minute. Bei manchen Menschen gibt es nochmal das Problem, dass die hier nochmal so Probleme haben, dass die Muskelzellen auch sowas machen. Und dann gibt es immer diese Extrasystolen, diese Extra-Herzschläge, die man merkt, die so ein bisschen beängstigend sind. Aber die sind in der Regel nicht gefährlich. Solange er nicht schwindelig wird, ist das alles in Ordnung. Aber der sollte eigentlich der Einzige sein, der sagt, wo es lang geht. Das ist der Sinusknoten. Und er schickt den Reiz durch die Herzkammerwand. Die ist eigentlich abgeriegelt. Das darf nämlich nur er und natürlich an die Fehlerquellen. Zu den AV-Knoten. Der das dann über die Herzwände an die... Ich habe vergessen, wie die Sachen alle heißen. So. Left Bundle Branch, Right Bundle Branch, Purkinje-Fasern. Das sind die an der Herzwand. AV-Bundle war schon mal richtig. Sinusknoten war auf jeden Fall richtig. Da. Sinoatrial Node. Interior Tract. Ja, das ist noch die Herzkammer. Atrioventricular Node. Okay. Also wie gesagt, der Strom...
das Herz kriegt hier das Kommando. Pump, pump, pump. Das ist auch ein richtiges elektrisches Signal. Das ist auch das, was ihr seht hier. Das sind elektrische Signale. Oder man empfängt das halt so. Das ist richtige Elektrizität sozusagen, die da entsteht, um das zu pumpen. Wenn wir jemanden defibrillieren, dann kriegt er auch einen Stromschlag. Das Herz macht einmal Stopp und fängt sofort an zu schlagen wieder, wenn es funktioniert. Ne? Gut. Signal. Dann geht es in den AV-Knoten, der kontrolliert das Ganze nochmal. Da gibt es auch dann auch Krankheitsbilder verschiedene, dass der hier einen Defekt hat und dann dadurch das verlangsamt. Es kann auch sein, dass der hier komplett ausfällt. Dann übernimmt der AV-Knoten den kompletten Rest, der AV-Bündel hier. Der funktioniert aber langsamer, der macht ja eine Vorgabe von 80 Schlägen. Der würde ungefähr eine Vorgabe von 50 bis 60 Schlägen, schlag mich tot. Kann auch eine andere Zahl sein, aber sollte ich noch auswendig lernen. Und genauso machen die anderen das auch. Und ja, ihr seht, so wird der Strom hier weitergeleitet, dass das Herz pumpt, damit der Muskel sich zusammenzieht. Und immer wenn der das nicht macht, den Blitz, entspannt das wieder. Und das sind diese Zacken, die ihr hier seht. Interessant, oder? Schön. Man konnte es aber gerade schöner zerlegen. Boah. Irre, ey. Ich könnte es den ganzen Tag machen. Da, das ist ein wunderschönes Bild. Ihr seht dann nochmal die Aorta. Das ist das riesengroße Gefäß hier, was zuerst den Körper versorgt. Jetzt müssen wir die Venen finden. Die Arterie finden, die das Herz direkt mit Blut versorgt. Das müsste direkt hier am Ausgang irgendwo sein. Wo das Blut rausgeht. Weil das Herz hat ja auch Herzkranzgefäße und muss sich damit, ihr seht sie hier wieder, mit Blut versorgen. Es braucht ja selber auch Blut, ne? Sieht wie aus, wenn ich als Metzger ein Herz zerlegt hätte. Also sehr gute Animation. Großes Lob an die Entwickler, ne? Na, ihr seht, das Blut schafft er gar nicht mehr so zu pumpen. So schnell kann das eigentlich gar nicht. Also es kann schon, beim Sport geht's ja auch. So, wir gucken uns noch ein anderes Organ an eventuell. Ich weiß nicht, was ich hier ausgelassen habe. Es ist nur eine Timmy-Meinung, also keine Sorge. Tutorial. Also kein Lehrvideo oder sowas, ne? Nicht falsch verstehen. Das haben wir uns jetzt angeguckt, das coole jetzt. Und die Lunge, die wollte ich mir noch reinziehen. Da, und sie atmet sogar. Ja, da oben ist der Kehlkopf. Und das müsste tatsächlich nicht die Bauchspeicheldrüse, wollte ich sagen. Das müsste die, komm, wir gucken mal. Schilddrüse. Trachea, das ist Luftröhre. Larynx ist der Kehlkopf. Da seht ihr mal die Lunge. Vielleicht haben ja einige von euch sowas noch nie gesehen. Mit mehreren Lungenlappen. Ne? Die hat, eine Seite hat eine weniger, weil da ist das Herz zwischen. Hier ist das eingepackt. Ne? Und hier habt ihr die Bifurkation. Die ist hier nicht mal mit drin. Das ist die Abgabelung. Die hat einen tollen Namen. Meine Frau mag die. Und dann gucken wir doch mal in der Lunge rein. Die sollte heute eigentlich mal Lehrthema sein. Was wollte ich heute lernen? Beatmungsform. So, das immer durchgeschnitten. Die funktioniert wie so ein Schwamm, kann man sich vorstellen, mit Luft, ne? Da kommt sogar Luft rein. Da drin, also wir haben hier, wie gesagt, die Trachea, die Luftröhre. Hier fangen die Bronchien an. Dann kommen die Bronchioli, die heißt tatsächlich so. Ne, die kleinsten. Und dann kommen die Alveolen. Und so weiter und so fort. Ne? Und dann kommen schon die, wie heißen sie jetzt? Ich habe es gerade noch im Kopf gehabt, verdammt. Vielleicht können wir sie weiter zerlegen, dann kann ich es besser erkennen. Da, oh geil. Lymphatische, guck mal, die grünen sind wirklich Lymphen gewesen. Lymphen transportieren Flüssigkeit im Körper. Kein Blut, kein sauerstoffarmes, kein sauerstoffreiches Blut. Lymphatisches System ist für die Flüssigkeit im Körper zur Verteilung. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann gibt es auch sehr große Lymphknoten, die sind für die Herstellung der weißen Blutkörperchen zuständig. Ist natürlich auch sehr wichtig. So, ihr müsst ein schöneres Bild finden. Was man mal richtig sieht. Was mir halt fehlt, sind die Alveolen. Aber die sieht man wahrscheinlich einfach nicht. Ja. So, darf ich mal was hier drücken? Ah, das, damit tut man dann halt... Ah, okay. Sehr geil. Wie gesagt, Bronchien, Bronchiolen und dann kommen Alveolen. Ich habe, glaube ich, eine vergessen. Ey. Das ist echt schade. Das sollte ich vielleicht besser lernen.
Respiratory Tree. Respiration ist Atmen. Da gibt es die Inspiration und die Expiration. Das ist einmal rein. Inspiration und Expiration ist wieder raus. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Krankheitsbilder, die ich gelernt habe. Das wird den Rahmen sprengen. Was passiert, wenn ich da auf ein Herz klicke? Oh. Dann sind wir drin wahrscheinlich, ne? Jawohl! Geil! Das sind die Alveolen. Guckt. Capillaries, ja. Alveoli. Ist halt in Englisch. Bronchioli, da seht ihr. Also die Bronchiole sind halt die kleinsten Sauerstoffgefäße, die wir haben. Und hier in denen, da seht ihr auch die kleinsten, also wir sind wirklich in winzig sind wir jetzt gerade. In so einem Mini-Raum. Hier drinnen wird das sauerstoffreiche Blut hintransportiert, durch die Arterien halt. Obwohl jetzt genau alles umgekehrt, ne? Weil sie das sauerstoffarme Blut, das sauerstoffreiche Blut aus den Venen kommt hier. Da muss ich nochmal nachlesen, genau. Nicht, dass ich hier irgendwie Blödsinn voll Quatsch. Aber auf jeden Fall ist, was hier drinnen passiert, in den Alveolen, die ihr da seht, hier wird das Blut hintransportiert, was sauerstoffarm ist. Das bekommt hier den neuen Sauerstoff durch die Lunge, die wir einatmen, und geht dann wieder zurück in den Körperkreislauf. Ne? Wenn du rauchst, dann machst du die kaputt, ne? Und andere Lungenerkrankungen hast. Ne? Dann gehen die kaputt, und so weniger du hast, desto weniger Luft kriegst du beim Einatmen, und das ist nicht gut. Es gibt richtig viele von den Teilen. Ich habe irgendwas mit einem Fußballfeld ausgebreitet gehört, weil auch wieder wie im Magen hier viel auf einen Klumpen kommt und das eine große Fläche damit dann bildet, um halt wirklich das zu funktionieren lassen. Kapillare, das sind die Kapillare, genau, da. Da seht ihr sogar, ey, wie geil gemacht, dass hier die Venen und die Arterie dasselbe sind, sozusagen. Und hier einfach sich das austauscht und wieder sauerstoffreich wird. Cool. Ja, sozusagen die Endstation für das Blut. Cool. So, zurück. Gucken wir noch. Tutorial. Ob wir noch was finden. Confirm. Was wir uns noch nicht angesehen haben. Ne, wir haben tatsächlich noch weibliche Organe, die ich irgendwie vermisse. Ne, bis auf die Titten. haben wir eigentlich ja noch was da drin, ne? Hier, ein Uterus, Eileiter und so weiter und so fort. So, zusammengepuzzelt. Weißt du, ein Schniepel hat der Typ, ne? Ist ja klar, aber die Frau hat wieder mal gar keine Organe. So, zu schießen wir sie mal. Das ist Rektum. Das ist der Enddarm. Ja, wir sehen das auch ein bisschen medizinisch. Natürlich auch immer ein bisschen witzig. So, jetzt gucken wir uns den Typen nochmal an. Mal gucken, ob wir die Hoden auseinander pflücken können, was ich gar nicht will. Da ist er. Warum ist er denn auseinandergenommen? Soll es gar nicht auseinandergenommen sein. So, das ist der Typ. Ne, da ist auch das Zeugs. Komplett zerpflückt. Auch den Piephahn können wir uns nicht angucken. Ist auch nicht schlimm. Also so genau wollte ich mir den auch nicht angucken, ehrlich gesagt. Er hat halt dieselben Organe, logisch, wie eine Frau. Ja, die Nieren sehen wesentlich größer aus und die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Auch super interessantes Organ. Wie gesagt, das ist zuständig für den Blutdruck im Körper. Also eine Sache davon. Oben fehlt jetzt die Nebenniere. Ich weiß nicht, wo du hin bist, Nebenniere. Also geht halt nur um die Niere, die Adrenalin und Noradrenalin herstellt. Stresshormon. Katecholamine auch genannt. So, das sind die, ich habe vergessen, wie sie heißen. Na gut, das sagen wir jetzt nicht. Also hier wird auf jeden Fall die Rückführung von Flüssigkeit und Elektrolyt und alles Mögliche kontrolliert. So, dass wenn du sippelst, Pipi rauskommt, aber auch nicht dein komplettes Wasser verloren geht. Ne? Darauf muss die natürlich achten. Ne? Nephrons. Segmental. Arterien und Venen. Die heißt in Englisch heißt die irgendwie Kidney. Also aussieht wie so eine Kidneybohne. Aber die Nephrologie kümmert sich um. Genau dieses Organ. Das ist auch ein sehr komplexes Organ. Hätte ich gewusst, dass das so geil ist, hätte ich da echt mehr vorher gelesen. Ne? Auf jeden Fall ein sehr wichtiges Organ. Aber auch langweilig. Die Niere. Oh! Da ist die Pumpe. Oh, Tutorial. So, ich hoffe, der ein oder andere hat ein bisschen was mitbekommen.
Ne? Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video in der Testzone, in der 320 Spieles, VR, Erfahrungsecke. Mal schauen, was wir alles noch so erleben. Bis dann.